Ja, Lichtgeschwindigkeit mit der Musik der Sprache, der Straße, heute Donnerstag, 13. Oktober 2011. Hier sieht man auch den Piraten im Wahlkampf, warum der eine Sonnenbrille auf hat, weil die Sonne scheint. Und da steht auch meine Wahlkampfforderung: Piraten vor die Parlamente, die haben nicht auf mich gehört. Das ist wirklich schade, ich hatte gesagt, Piraten vor die Parlamente, jetzt sind tatsächlich welche ins Parlament gekommen. Aber das wird jetzt bestraft. Ich habe gestern noch 200 Freunde gehabt und 15.000 Piraten, machte zusammen 15.200 Cookies. Jetzt habe ich nur noch 199. Und da kann ich sagen, in 199 Tagen habe ich keine Freunde mehr, aber auch keine Cookies. Und dann möchte ich mal sagen, die Europäische Union hat gerade mitgeteilt, sie hat beschlossen, härtere Sanktionen gegen Syrien, also Assad, Wirtschaftssanktionen gegen Syrien anzuwenden, für das Gute gegen das Böse. Und dann habe ich hier heute nicht den Piraten Urbach, der im Spiegel zwar mit Echtnamen, aber mit Verkleidung aufgetreten ist. Urbach hat noch bei der Wahlparty der Piraten gesagt, keine Karnevalskostüme, keine gefärbten Haare, keine Krummsäbel und keine Kopftücher und Dreizack, damit man ihn nicht erkennen kann. Es gibt andere, die treten unter Kunstnamen auf, wie Seahorse oder Paroxysm, wundern sich dann, wenn sie sich benehmen wie die Bekloppten, dass sie wie die Bekloppten behandelt werden. Also ich habe hier die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung lehrt ja immer auf und das ist auch schön. Und hier wird zum Beispiel gesagt, wieder neue Brandsätze. Das sind Benzinflaschen und ich habe jetzt hier in Berlin gesehen, an der Straße statt auswärts, alle 500 Meter ist eine Tankstelle, wo man seinen Brandsatz nachfüllen kann oder kaufen kann. Wo man diese Zangen herbekommt, die hier der Polizist hat, weiß ich nicht. Aber immerhin wird der Brandsatz entschärft und dann ist ja auch wieder alles gut. Und ich bin also hier in Berlin vor meinem Globus mit Vorgarten, mit meiner Wahlkampfgeschichte, die ja, solange die Koalitionsverhandlungen zwischen dem CDU-Henkel und dem SPD-Wovereit noch laufen, auch mein Wahlkampf immer noch weitergeht. Und möchte noch etwas zeigen hier aus der Bild-Zeitung von heute. Und zwar, es sind offensichtlich die Fotos von den Brandanschlägen jetzt ausgegangen. Jetzt weiß man gar nicht mehr, was man dann abbilden soll, wenn es nicht wirklich knallt. Aber ich wollte eben hier, Berliner Wahlkampf, Henkel und Vorbereiten der Bildzeitung und hier der Pirat. Piraten möchten keine gratis Kleidung, Bildzeitung, Seite 6. Hier ist der Oberpirat, der Hacker, der auch den Datenschutz innerhalb der Piraten-IT unterläuft und mal eben eingreift in den Datenschutz. Ohne Rücksicht auf Verluste, jetzt im Abgeordnetenhaus unter dem Stichwort Alexander Morlang Transparenz. Ich lache mich kaputt. Und also Alexander Morlang Transparenz, das ist wirklich lustig. Das werden wir alles noch kriegen. Die bringen mir hier täglich die Themen rein. Und dann möchte ich noch empfehlen, hier Unsichtbares Komitee, der kommende Aufstand. Dieses Buch sollte sich jetzt jeder, der lesen kann, anschaffen. Denn mit dem Wissen, was da drin ist, weiß man ungefähr, wie man sich als Mensch, der nicht zu Schaden kommen will bei den kommenden Aufständen, wo die Gefahr sein kann und wie man die umgeht. Und ich möchte also sagen, bitte lassen Sie Ihre Benzinflaschen nicht unnütz rumstehen, das macht der Polizei nur Arbeit und Polizisten sollen ja durch IT-Kamera und Überwachungssysteme und Chips ersetzt werden, anstatt dass Polizisten vernünftig bezahlt werden. Und ich wünsche also den Polizisten eine gute Polizeigewerkschaft, eine gute Bezahlung und verantwortliche Aufsicht und verantwortliche Staatsanwälte und verantwortliche Innenminister, damit die Polizei ihre Aufgaben erfüllen kann. So, Kollegen, macht's gut, tschüss.